Ich habe damals drei Kinder von meiner Schwester übernommen, weil sie auf der Straße liegen lassen hat. Die Kinder sind heute 10, 9 und 7 Jahre alt und knapp oder über 6 Jahre sind schon bei mir. Und ja, bin heute auf morgen dreifache Mama geworden und noch nicht alles gewusst, wie das alles geht oder funktioniert. Und ich habe wirklich damals riesengroße Angst gehabt. Und ja, dann habe ich die Jugendamt angerufen und da mir, also habe ich mich erkundigt, ob mir da jemand helfen kann. Sie betreuen mich bis heute und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ja. Manchmal ist es so, dass die Problemlagen in der Familie einfach wahnsinnig groß werden, wo die Familien selber nicht mehr wissen, wo sie anfangen können. Das kann sein, weil Anträge zum Stellen sind, das kann sein Kindergartenanmeldungen, viele Aufgaben und man weiß nicht mehr, wo man anfängt. Und dann hilft oft eine Unterstützung, eine Betreuung, die nach Hause kommt, damit man einfach dann beginnt und die Familie dann einfach entlastet wird. Und so kann man Hilfestellungen geben und dann schafft die Familie das irgendwann dann auch wieder alleine. Ganz zentral bei uns ist diese Anleitung in Erziehungsfragen und die Beratung zu den Erziehungsthemen. Wir kümmern uns dann auch sehr stark um Konflikte innerhalb der Familie, Konflikte, die sich in der Familie abspielen, aber auch Konflikte, die Familien auch mit dem Außen haben können. Schön finde ich das in der Zusammenarbeit mit den Familien, dass man an gemeinsamen Zielen arbeiten kann und dann den positiven Verlauf miterlebt und immer ein Stück weiterkommt in der Betreuungszeit und die Familien einfach begleiten kann bei dem Weg, den sie halt da gerade gehen. Ich bin total zufrieden und sehr glücklich darüber, dass ich mich damals den Schritt genommen habe, auch wenn die Leute gesagt haben, ey du Jugendamt und pass auf oder sonst was. Aber ich denke, wenn ich nichts zu verbergen habe, wenn den Kindern wirklich bei mir gut geht und ich nur überfordert bin mit irgendeiner Situation, das kann immer was anderes sein. Sei lieber dafür glücklich und stolz, dass du in einer Stadt lebst, wo du Hilfe holen kannst. Das kann ich gar nicht beschreiben. Na? Du bist irgendwo, wo du wirklich gerne gesehen wirst, ja, und das kann man einfach nicht beschreiben, das kann man nicht mit Geld kaufen, das ist einfach ein Sicherheitsgefühl für mich, in dem ganzen Mist da wirklich nicht alleine dastehe, ne? Also ich habe immer da Hilfe gehabt, immer, und ich bin total glücklich drüber, das ist so.